Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von tarifcheck.de, das kostenlose Online-Vergleichsportal für Versicherungen, Finanzen, Energie und Telekommunikation. So, jetzt wollen wir mal über etwas sprechen, wo, glaube ich, zumindest mal einige Lewis Hamilton-Fans nicht wirklich einen Grund zu lachen haben. Und Mercedes, glaube ich, insgesamt ja auch nicht. Und einer sowieso nicht, nämlich Lewis Hamilton. Im Qualifying nur Platz 15. Im Rennen selber gestern war es auch nur Platz 10. Und da hat er ja, glaube ich, noch so scherzhaft im Funk ja auch noch gesagt, gibt es dafür überhaupt noch einen Punkt? War so seine Aussage. Wir gucken erstmal auf das Statement von Toto Wolff nach dem Qualifying am Samstag. Und da sagte er, auf der Lewis-Seite haben sie ein Experiment versucht, das richtig ins Auge gegangen ist. Er hat überhaupt keinen Trip auf der Hinterachse gehabt und dann bist du natürlich sofort weg vom Fenster. Das hätten wir uns sicher sparen können. Wir schwimmen sowieso im Niemandsland ein bisschen, aber es fehlt uns einfach an Pace. Und jetzt kommt der Punkt, wo wir uns zusammenreißen müssen, weil das ist nicht so, wie wir uns das vorstellen. Ja, harte Aussagen selber von Toto Wolff. Marc, oder die Frage allgemein an euch gerichtet. Platz 15 im Qualifying, Platz 10 im Rennen. Was zum Henker war da eigentlich los? Norbert Haugs Team. Norbert. Ich kann nur sagen, wenn wir so weit hinten landen, dann werden wir zu Recht kritisiert, aber man darf dann nur nicht den Kopf in den Sand stecken. Und ich sage nur ganz ehrlich, wer uns abschreibt, der macht jetzt schon einen Fehler. Genau. Das ist ein Griff ins Archiv, der hilft immer bei schwierigen Situationen. Und ja, das ist natürlich nicht der Start, den man sich vorgestellt hat. Ich glaube, dass Mercedes ein ganz anderes Auto gebaut hat als alle anderen. Das sieht man optisch schon. Ich habe noch nicht unter die Verkleidung geguckt, aber ich kann mir vorstellen, dass die Kühler ganz anders platziert sind wie bei anderen Autos. Oder es gibt irgendein Raumwunder, die sind kleiner und das ist bisher noch nicht aufgegangen. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie das Auto konstruieren plötzlich verlernt haben. Und deshalb, wenn der Knoten aufgeht, nur der muss halt spätestens, der sollte zur Europapremiere Ende April in Imola aufgehen, dann fährt man auch schnell mal eine Sekunde schneller. Aber hat nicht Mercedes einen wichtigen Kopf quasi verloren, der in den letzten Jahren an der Dominanz... Norbert! Ja, Norbert sowieso natürlich auch. Aber ich meine irgendwie auch gelesen zu haben oder auch gehört zu haben bei Sky, dass es doch einen wichtigen Kopf, der doch auch irgendwie am Auto in den Jahren davor dran beteiligt war, nicht mehr bei Mercedes ist. Wenn die jetzt regelmäßig um Siege gefahren wären, dann hätten sie keinen Kopf verloren. Also das ist ja auch klar. Nur ich glaube, die Erklärung, man sucht jetzt Erklärung im E10-Sprit, im Motor. Also die Mercedes-getriebenen Fahrzeuge, nochmal, das ist keine Verteidigungsrede für Mercedes, sondern der Versuch einer Erklärung. Und ich bin ja tagtäglich mit dem Team in Kontakt. Ich weiß aber, was die können. Und deshalb glaube ich nicht. Also erstens mal ist kein Mercedes-getriebenes Fahrzeug im Moment ein ganz großer Wurf, ob der McLaren heißt, ob der Williams heißt. Da ist kein großer Wurf drunter im Moment. Und deshalb sind die Fahrzeuge halt auch die Mercedes-getriebenen, so wie sie früher immer vorne waren, sind sie jetzt hinten. Der Motor der Konkurrenz hat mindestens Gleichstand erreicht, wenn nicht einen Vorteil, vielleicht sogar einen kleinen Vorteil. Aber ich glaube, der Silberpfeil ist erst dann zu beurteilen, wenn das Chassis funktioniert. Und das tut es im Moment noch nicht. Und was ich vorher sagen wollte, es sollte dann ab Imola spätestens in die richtige Richtung gehen. Melbourne ist auch ein High-Speed-Kurs, der bevorteilt hohe Endgeschwindigkeiten. Das scheint nicht die Silberpfeilstärke zu sein in diesem Jahr. Ich wollte nur sagen, beim nächsten Rennen ist kein Mercedes-Kurs, nach meiner Einschätzung, mit den Handicaps, die man gerade hat. Und es sind nur 2 Wochen, da ist ja die Hälfte an Transportzeit schon weg. Aber in Imola sollte ein Stück weiter vorangehen, denke ich mal, hoffe ich mal. Und ich traue denen was zu. Du hast gerade eben noch gesagt, dass es unter anderem am Chassis liegt. Wir picken uns mal das Statement von Toto Wolff raus, was er nach dem Rennen gesagt hat.
Und da hat er so ein bisschen ausführlicher gesprochen. Wir gucken mal rein. Lewis und George machen einen guten Job. Sie könnten beide vorne mitfahren, aber leider haben sie dafür nicht das Auto aktuell. Wir haben das Auto nicht da, wo wir es haben wollen. Wir haben überall Defizite. Wir haben Defizite, die größer sind als nur der Motor. Zählen wir in irgendeinem Bereich zu den Top-Teams? Ich glaube nicht. Wir müssen uns allesamt am Schopf packen und uns aus dem Schlamassel rausziehen. Der Rückstand ist zu groß, um in den nächsten Rennen dabei zu sein. Aber die Saison ist noch unglaublich lang. Es gibt insgesamt 23 Rennen. Wir sind erst 2 gefahren. Bleibst du bei deiner Aussage, Norbert? Ja, klar. Ja, klar. Und wir haben ja hoffentlich danach auch noch die Möglichkeit zu sagen, wer recht hatte. Ja, wir werden es hoffentlich in den nächsten Sendungen dann auch zusammen analysieren können. Marc, glaubst du auch dran, dass gerade auch zum Europa-Auftakt, dass dann möglicherweise dann spürbar was in die bessere Richtung gehen wird? Ich möchte ans letzte Jahr erinnern. Ja, da hat Mercedes auch relativ schlecht angefangen. Sie haben zwar das erste Rennen gewonnen, aber grundsätzlich waren sie langsamer als Red Bull. Und dann kam Silverstone mit einem neuen Update und ab dann haben sie wieder dominiert. Also die Mannschaft ist gut und wenn sie mal gemerkt haben, die haben jetzt das Problem mit diesem Hüpfen, dass dieses Porpoising, wo das Auto sich ansaugt und dann wieder loslässt und deswegen fängt das Auto an zu hüpfen auf der Geraden, da kann keiner dann wirklich schnelle Rundenzeiten fahren. Wenn dieses Hüpfen mal unter Kontrolle ist, dann wird das Auto sofort eine Sekunde schneller sein. Aber das Statement, bevor Norbert, aber das Statement von Toto Wolff klingt irgendwie so ein bisschen nach Verzweiflung. Also, dass man auf so vielen Baustellen gleichzeitig irgendwie zu arbeiten hat, oder irre ich mich da? Das ist keine Verzweiflung, das ist die Wahrheit. Und das finde ich gut, dass er die Wahrheit sagt und damit spornt er seine Leute an. Ich möchte nochmal an die letzten 5 Rennen des letzten Jahres erinnern. Da hat keiner mehr einen Blumentopf auf Mercedes gegeben. Und da haben wurde der Lewis zurückversetzt, ist vom letzten Platz in Brasilien losgefahren, hat ein Unding erreicht und ist da bis, was weiß ich, Platz 3 oder was weiß ich, vorgefahren, hat das Rennen gewonnen. Und der Titel wurde eben genommen beim letzten Rennen. Das kann man drehen und wenden, wie man will. Dass da ein Reglement nicht richtig ausgelegt war, ist ja auch vollkommen klar. Also das ist so, wie es ist. Aber ich bin immer für sportliche Gerechtigkeit. Und ich bin auch der Erste, der sagt, das haben wir nicht verdient. Aber in diesem Fall hatte der Lewis seinen 8. Titel verdient, ganz klar. Also das kann ja jetzt nicht alles, wie der Marc auch gesagt hat, weg sein. Ob das in Imola schon funktioniert, das wage ich nicht zu behaupten. Aber wer glaubt, dass sich Mercedes jetzt in die Hängematte legt, der wird sich schneiden, wird sich täuschen. Da wird in die Hände gespuckt wie nie zuvor. Und ich glaube zu wissen, dass es dort eben nicht die Kultur der Schuldzuweisung gibt. Das hat es bei uns nie gegeben. Das ist weiter ausgebaut worden. Ich glaube, dass der Toto da ein sehr, sehr fähiger Teamleader ist, der natürlich mit der Sache lebt und dann fliegt dann auch mal ein Kopfhörer. Aber das will man ja vielleicht nicht bei jedem Rennen bei jeder Gelegenheit sehen. Aber der lebt das Ganze und der wird seine Mannschaft konstruktivst anstochen, da bin ich sicher. Und ich glaube nicht, dass da jemand den Wake-up-Call braucht. Die Leute, mit denen ich damals gearbeitet habe, wir haben das als ganz kleines Team damals aufgebaut, kommend von Braun GP. Und es waren schwierige Anfänge, aber auch da haben wir nach zwei Jahren das erste Rennen gewonnen. Der Grundstein wurde gelegt mit dem Hybridmotor damals. Und damals hat man richtig für die Zukunft auch schon gearbeitet. Und es wird jetzt so sein, dass es ein paar Rennen dauert. Und dann möglicherweise gibt es ein paar Einschränkungen, Marc, das weißt du vielleicht besser, durch die Resource Restrictions, dass man nicht alles verbessern kann, was man verbessern könnte. Das mag ein zusätzliches Handicap sein. Aber grundsätzlich werden die angreifen wie nie zuvor. Wir haben eine Frage mal aus dem Chat an Marc und Norbert gerichtet. Produziert der Mercedes vielleicht zu viel Abtrieb? Mit dem kleinsten Flügel im Feld haben sie immer noch zu viel Luftwiderstand.
Das ist etwas, was ich im Prinzip nicht verstehe. Wenn du das Auto anschaust, ist das schlankste Auto im Feld. Eigentlich müsste es ja dann theoretisch weniger Luftwiderstand haben. Dass sie dann trotz kleinen Flügeln immer noch von der Geschwindigkeit auf der Geraden zu langsam sind, kann ich mir nur so erklären, weil vor der Geraden jeweils eben schnelle Kurven waren. Und wenn du diese Kurven 10 km/h langsamer fährst als die Konkurrenz, hast du auch weniger Höchstgeschwindigkeit. Ich glaube, das Problem ist wirklich das Chassis und nicht die Höchstgeschwindigkeit. Ich glaube, man fährt da ganz klar weit weg vom aerodynamischen, vom Abtriebs, vom möglichen Abtriebsoptimum und kommt dann eben in den Kurven schneller, langsamer aus den Kurven raus und dann baut sich das Ganze auf. Und wer langsamer in die Kurve, in die Gerade reinfährt, kommt auch langsamer raus. Also das ist vollkommen klar. Es ist nicht alleine die Motorpower, ganz sicherlich nicht. Und wir haben eben kein richtig konkurrenzfähiges Chassis im Moment mit einem Mercedes-Motor. Kann sein, dass ich mich täusche, aber ich glaube nicht, dass es an einer Sache allein liegt. Und das sagt der Toto nichts anderes, dass es eine Kombination ist. Und wenn dieser ich bin da kein Hellseher, aber wenn dieser Knoten aufgeht und man kann am Abtriebsoptimum fahren, dann geht es auch eine Sekunde schneller. Wenn das aber nicht zu erreichen sein sollte, dann wird das Ziel nicht erreicht werden. Aber ich glaube, die Jungs schaffen das. Kai, mal noch die Frage an dich, letzte Frage zu diesem Thema. Glaubst du, dass die Dominanz von Mercedes nach all den Jahren mit dem Jahr 2022 zu Ende sein wird? Die Frage geht an mich? Die Frage geht an dich, ja. Die Glaskugel habe ich gerade verlegt, muss ich sagen, aber das sind so viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Dann zitiere ich wirklich nochmal den großartigen Norbert Haug. Wer uns abschreibt, macht einen Fehler. Es ist tatsächlich so. Also das ist eine super Truppe und die werden in kürzester Zeit auch wieder was hinzaubern können, ob es klappt. Wie gesagt, mit der Glaskugel, die habe ich jetzt nicht hier. Für mich zeigt das Ganze aber mal eins ganz bestimmt, wie abhängig, verdammt nochmal, auch der beste Fahrer oder die besten Fahrer von ihrem Arbeitswerkzeug sind. Das zeigt nochmal denen, die dann glauben, ach der ist eh der Beste und der macht allen dann eine lange Nase. Also da kann ich nur sagen, weder ein Max Verstappen noch ein Lewis Hamilton, die setzen den Williams im Moment auf Pole. Das ist einfach nicht so. Die können dann über Intelligenz und Erfahrung was rausholen, aber das zeigt, wie verdammt nochmal abhängig man von den Autos ist. Was ist in den letzten Jahren teilweise für Hohn und Spott über Ferrari ausgegossen worden und jetzt haben sie sich mal früher daran gesetzt, ein Auto fürs Jahr zu bauen, das funktioniert und siehe da, also ganz ehrlich, wer von uns hätte denn getippt, dass die im Moment bei den ersten zwei Rennen so stark sind? Ich glaube, so aus dem Stand erstmal keiner. Egal, was man weiß und was nicht. Die hatten einfach mehr Zeit, ein gutes Auto zu bauen. Irgendwas hat da wunderbar funktioniert. Aber es sind ja auch dieselben Leute, die es letztes Jahr nicht hingebracht haben. Und das zeigt wieder einfach nur, man ist verdammt nochmal abhängig von dem Arbeitswerkzeug, was man da hat. Und das egal, ob das ein Leclerc, ein Verstappen oder ein Hamilton sind. Aber in dem Fall ist es für uns alle als Zuschauer natürlich schön, dass wir jetzt mal vielleicht statt einem Zweikampf sogar einen Dreikampf sehen. Sehen wir das mal positiv. Genau. Ja, Kai, da kann ich jedes Wort unterschreiben. Und zu der Eingangsfrage, Dominanz Mercedes, also von hinterherfahren bis vorausfahren, ist ein weiter Weg. Und ich wäre schon ganz happy, wenn die Schritt 1 als bald schaffen würden und mit den Red Bulls und Ferraris um die Wette fahren. Und ich glaube, im Sinne des Sports würden wir uns alle nichts anderes wünschen. Aber die Formel 1 ist kein Wunschkonzert, aber wir wollten nie, also wenn ich Teamchef bin, dann will ich eine Dominanz. Und wenn ich Zuschauer bin, will ich keine Dominanz. Dann will ich viele wechselnde Sieger. Hatten wir übrigens 2012 noch in den ersten 8 Rennen, ich glaube 7 verschiedene Sieger oder so irgendwas. Das gab es alles schon mal. Was nicht heißt, dass es damals besser wird. So wie sich die Saison jetzt anlässt, kann das möglicherweise die allerbeste Saison der Formel-1-Geschichte werden. Das glaube ich schon. Das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt aus unserer Sendung. Die ganze Sendung in voller Länge gibt es auf www.champone.de.